müssen wir den denn noch schleppen? Gibt doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Die? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger, der Grundaufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären sie Gebieter, sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen die einen ein. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle, ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht ihnen. Das Mal verbirgt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich, ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei.
Major, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Krieger, kampfbereit machen! Und wow, das war mal eine riesengroße, geile Cutscene. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen hin und weg, muss ich zugeben. Es war ja Wahnsinn und damit, ja, herzlich willkommen. Halo 2 Anniversary Kampagne Episode 4, nur echt hier in 1080p und 60 Frames. Wir müssen ja ein bisschen was Exclusive haben, oder Leute? Und hey, wir spielen das allererste Mal in Halo und das war damals der Riesenknaller im Jahr 2004, als Halo 2 rausgekommen ist. Man kann in der Kampagne mit dem Gebieter spielen, der hier von dem Propheten begnadigt wurde. Sozusagen auf Probe, weil sie davon ausging, ja, du wirst ja so und so sterben irgendwann. Wie jeder Gebieter bisher. Und deswegen darf man hier... Okay. Und deswegen darf man jetzt hier mit dem Gebieter spielen. Das ist halt einfach richtig cool. Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Genau, mit dem Steuerkreuz oben kann man diese Tarnung aktivieren. So sah es übrigens original aus. Wow, wow, wow. Stickt mich nicht. So sieht es neu aus. Hier nochmal ein paar schöne Lichteffekte hinzugefügt und so. Ihr könnt übrigens oben direkt neben der Granatenanzeige könnt ihr sehen, wie viel Tarnung wir noch übrig haben. Ups. So. Seht ihr? Dann geht das so wie so ein Countdown runter. Bin die ganze Zeit versucht, mit dieser Back-Taste hin und her zu schalten. Von der Tarnung und so nicht der Tarnung. Der Original, das war schon nochmal deutlich anders, also man sieht schon. Ja, und letztendlich, wir dürfen jetzt unsere eigenen Artgenossen bekämpfen, die sich gegen uns auflehnen, weil sie meinen, die Propheten erzählen nur Lügen. Beziehungsweise eine nicht ganz wahrheitsgemäße Auslegung der Prophezeiung. Aber da werden wir dann nachher noch in der Story ein bisschen mehr dazu erfahren, also seid auf jeden Fall gespannt. Das ist halt wirklich das Coole an Halo. Also das ist einer so der Sachen, die mich immer am meisten fasziniert haben, wie gut überhaupt diese Story auch ist. Ich meine, ein Videospiel mit so einer ausgewogenen, innovativen Story ist halt wirklich, wirklich selten. So, jetzt geht's hier unten rein. Ja, und einfach, wie gesagt, dass man mit den Gebieter spielen konnte, das war halt damals einfach so der Oberhammer schlechthin. So, wir haben keine Granaten mehr. Und die haben jede Menge Niedler, der uns Schaden macht. So. Tschüss, du oben, du Gegner. Wir fahren einfach mal mit dem Aufzug nach unten, ne? Und bilden sozusagen die Vorhut zu unseren anderen Teamkameraden, die uns ja aber natürlich noch so ein bisschen im Stich lassen. Ist auch ganz cool mit dem Glaseffekt, wo man hier durchschauen kann. Können wir ein bisschen sneaky hier durchlaufen. Ah, der Gegner ist unter uns, okay. Sieht fast aus wie... Hey, hey, nicht auf mich losgehen. Oh nein, jetzt bin ich gefallen. Das war nicht intelligent. Die kann man auch einfach mit ein paar Schuss zerschießen.
Wo bist du hin? Boah, diese Nidler machen wahnsinnig viel Schaden, Herr alter Schwede. Die Mucke ist strange. So, dann nehmen wir jetzt das Schwert und zack, Air Assault hier von oben. Tür öffnen, hat er gesagt. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen müssen. Ah, ich glaube, hier ist so ein Ding. Ja, damit geht's. Ja, ich habe auch eine sehr tiefe Stimme. Der Phantom müsste zu uns gehören, tatsächlich. Ja, er wird auf jeden Fall grün angezeigt. Auch wenn er irgendwie gerade auf uns geschossen hat, aber da war wahrscheinlich noch irgendein Gegner. Auch immer der jetzt herkam. Ah, die gehören zu uns, okay, sehr gut. Hallo. Oh, was war denn das für eine coole Waffe? Eine Fury Rod, jetzt sehe ich sie erst. Naja, dann. Ich weiß nicht, ob die mit so wenig Muni nicht... dann nicht der Karabiner trotzdem besser ist. Aber so können wir es auf jeden Fall erledigen. Was auch immer jetzt gerade auf uns schießt. Wächterstrahler. Ja, es war eine coole Waffe, dass die damals schon so gab in Halo 2. Das ist richtig cool. Wow. Was war das? War das eine Shotty oder sowas? Jetzt geht's erstmal weiter. Ja, wenn wir schon Allianz-Typ sind, dann kämpfen wir doch auch mit Allianz-Waffen. Und zwar einfach mit einem dicken Nidler. Der hängt irgendwie ein bisschen an der Wand fest, kann das sein? Also Karabiner turnt mich schon wahnsinnig an. Der ist schon richtig cool. Es ist einfach cool, das alles wieder zu erleben. Hier original, seht ihr, da waren die Belichtungseffekte auch noch ganz, ganz anders. Es war halt keine dynamische Belichtung und das ist halt wirklich ein großer Unterschied. Aber klar, es liegen zwei Konsolengenerationen dazwischen. Das ist halt einfach auch ein wahnsinniger Unterschied. Wobei man sagen muss, dass Halo 2... zu den damaligen Verhältnissen. Ich meine, das Game ist ja 10 Jahre alt, deswegen ist es ja auch Anniversary-Spiel. Es war wahnsinnig gut. Also Grafik für damalige Verhältnisse awesome. Und heute sieht es halt auch einfach gut aus. Vor allem dank halt der Full-HD-Auflösung und der 60 Frames ist es halt wirklich schön smooth. Und jetzt haben sie mich erledigt, okay. Ich hoffe, der letzte Checkpoint war nicht so weit hinten. Naja. War ein bisschen unvorsichtig. Ja, man kriegt es ja leider überhaupt nicht so gut mit, wenn das Schild weg ist.
Wurde jetzt vor seinem Teammate gestickt oder habe ich eine Sticky geworfen? Ich weiß es nicht. So, was der Needler erledigen kann, soll der Needler erledigen und für den Rest nehmen wir den Karabiner her. Ups. Okay, wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Die Wächter kommen. Okay, was das auch immer heißt. Und unser Schild ist down. Und jetzt dürfen wir nicht drauf gehen. Verstecken wir uns hier mal auf diesen Fließbändern. Okay. Ah, da oben. Okay. Aber den haben... Wow. Okay. Aber den haben wir mal. Ja, mit dem Leader geht es sogar relativ gut. Aktivieren wir mal die Camo. Aber ich glaube, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So richtig lang hält die auch gar nicht. Also, ja, bringt auch nicht so super viel. Hier hat das sie zum Beispiel was gebracht. Die ganzen kleinen... Die Med, ja. Die ganzen kleinen Grunts mit ihren Leadern. Ja, ich weiß, wie man die Tarnung aktiviert, passt schon. Hey, du spielst dieses Spiel nicht zum ersten Mal. Oh, aber in dem Fall war es echt ganz gut. Also wenn wir die Tarnung zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, dann soll es eigentlich sogar relativ gut funktionieren. Dadurch, dass hier so viele... Dadurch, dass hier so viele Gegner sind, kriegen wir auch immer konstanten Muni-Nachschub. So. Jetzt können wir es mit der Tarnung auch mal ganz gediegen nutzen. Hier schießt der Needler auch noch ganz anders, wenn man es zur Halo 3 vergleicht. Hier schießt er noch viel langsamer, kommt mir vor. Also in Halo 3, da hat er doch viel schneller geschossen, oder? Oh, in unser Gesicht rein explodiert. Stark. Okay, jetzt müssen wir einmal hier runterstrahlen. Hier ist ein Schwert. Dafür droppe ich sogar meinen Karabiner. So, da konnten wir uns mit der Kammer sogar einfach durchschleichen, ohne dass uns ein Gegner gesehen hat. Und das können wir hier gleich nochmal. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. So, jetzt kommen wir hier raus und gleich dürfen Banshee fliegen. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf, ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. So, nehmen wir uns den, der sieht noch ein bisschen besser aus. Oh, der gehört zu uns, okay. Ja, gut, dann machen wir ein paar Banshees platt. Hier gab es übrigens nur so mit einfachem Geschütz, so mit diesem wechselnden Geschütz gab es das, glaube ich, erster Payload 3 oder sogar erster Payload 4, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Das ist eine sehr, sehr starke Mucke hier, deswegen bin ich hier einfach mal wieder ein bisschen leise und lasse die Mucke für sich sprechen und spiele einfach ein bisschen.
dem Tod. Vorwärts! Boah, ist der Track stark oder ist der Track stark? Also ich bin ja wirklich so ein Rock- und Metal-Fan. Alter Schwede. Der Track ist wahnsinnig stark. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt, das heißt, selbst wenn wir jetzt drauf gehen, weil... Ja gut, können die Banshees Tricks ausführen, das haben wir schon gemacht. Und sogar noch ein Achievement freigeschaltet. Dreckspatz. Aber um meinen Satz zu Ende zu führen, wie gesagt, ich bin großer Rock- und Metal-Fan und ich wusste gar nicht, dass der Halo-Soundtrack so einen Song hat. Wie gesagt, finde ich richtig cool. Oh, und da ist ein neuer Banshee. Ab und an ist man noch so die Originalsteuerung gewohnt mit X und nicht RB. Kann man natürlich alles einstellen, aber ich nehme hier die Steuerung her, die ich auch so jetzt aus Halo 4 gewohnt war. Es ist deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal irgendwie falsche Tasten drücke. Und es gibt tatsächlich diese Banshee-Bomben. Ich habe natürlich wieder Müll erzählt. Die kann man mit B aktivieren. Wurde mir vorher dankbarerweise von der Master Chief Collection angezeigt. So, und der schöne Track ist zu Ende. Schade, schade. Der war nämlich wirklich cool. Liegt der noch hier? Na. Das wird mit denen schon rausgeschossen. Ja, ich meine, diese Luftmissionen sind natürlich recht unspektakulär, weil Halo natürlich jetzt auch kein Spiel ist, was irgendwie so die großen Funktionen hätte, dass man tolle Ehrenmissionen machen kann, aber... Warum nicht? Kann man ja mal bringen. Also wenn ich jetzt Entwickler wäre, nachher würde ich über sowas auch nachdenken. Vor allem, wenn man sowas wie ein Banshee und sowas hat. Und ich meine, das Repertoire wurde ja auch ständig dann erweitert. In Halo 4, glaube ich, gab es ja auch so eine Mission, wo man mit zum Flugzeug rumfliegen muss. Die Banshees werden doch generiert hier in der Luft, oder? Der war doch gerade eben noch nicht da. Phantom erledigt ihn. So sah es übrigens original aus. Dass ihr auch immer mal den Vergleich seht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir irgendwo hin müssen oder einfach nur die Gegner erledigen. Also solange hier unser Schiff so einen Pfeil hat und uns als Richtungsweise angezeigt wird, erledigen wir einfach mal alle Gegner. Müssen wir ja landen. Machen wir auch gleich. Wow, 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 wow. Die haben eine Fuel Rod am Start da unten. So, ich glaube, wir haben vorerst alles. Ja, dann würde ich sagen, strahlen wir doch mal da rein. So, wir haben noch das Schwert. Das war ja so cool in Halo 2, dass man wirklich das Schwert rausnehmen kann und einfach direkt die Gegner erledigen kann. So, kommt man da irgendwie rein? Das ist eine gute Frage. Oh, die gehören zu uns. Okay, okay. Ich schieße schon nicht mehr. Ah, Cutscene. Orakel. Okay. Die nächste Cutscene gehört zur nächsten Mission und deswegen sehen wir uns die das nächste Mal an. Nächsten Sonntag, nächste Episode, nächstes Kapitel Halo 2. Bis dahin, Leute, wir sehen uns und ciao, ciao. Und bis Freitag, da kommt wieder Halo Multiplayer. Also, bis dahin. Ciao, ciao. We'll be right back.